Wisst ihr, das erinnert mich total an Siedler irgendwie. Man hat hier so hier und da diese Häufchen, die halt etwas groß geraten sind. Hier so zum Beispiel so ein Erdehäufchen. Und da hinten irgendwie so eine. Düt. So ein Lehmhäufchen oder sowas hier so, ne? Und das erinnert mich irgendwie total danach. Man hat halt hier so die Ressourcen am Anfang, muss die alle einsammeln, mit seinen Leibeigenen dahin latschen, zum Beispiel. Und ich bin halt jeder Leibeigene, ja, so wie so tun. Und ja, ich sammle gerade ein bisschen Erde. Und was mir auch noch eingefallen ist, wir sind jetzt schon in der nächsten Folge, soweit ich das richtig sehe. Denn ich werde einfach mal gucken, wie lang die Folgen so werden und dann halt je nachdem hochladen. Und ich habe gesehen, die letzte Aufnahme war 20 Minuten. Ich habe 20 Minuten am Stück gelabert. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir jetzt mal die neue Folge. Also hallo nochmal, ne? Hallo, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, ne? Aber ich bin ja scheiße. So, und ich glaube, das war ein schöner Satz. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und Glowstone kann man ja eigentlich auch mitnehmen, ne? Obwohl, es bringt jetzt nicht so viel, den kaputt zu machen, weil der ja hier alles erleuchtet. Aber theoretisch kann man ihn doch mal einsammeln. Und wir können sogar einen neuen Glowstone machen. Ist das geil oder ist das geil? Und gibt es hier vielleicht irgendwo Pilze? Weil dann könnten wir uns eine neue Suppe machen. Aber das glaube ich eher nicht. Und ich fahre mal fort mit meinen hier Ausrüstungsplänen und so. Oh, hier ist der erste ziemlich offensichtliche Spawner. Und hier geht es auch in den nächsten Bereich rein. Ich schalte den mal direkt aus. Tschüss, Zombies. Oh, scheiße. Das hat ja perfekt gepasst. Ich habe mich immer noch nicht richtig ausgerüstet. Bin nur so am rumlaufen, so ein bisschen. Ja, hast du nicht mit gerechnet, ne? Deine Freunde kannst du nicht rufen, du Opfer, ey. So, da hinten scheint es weiterzugehen. Müssen wir uns dann überlegen, ob wir zuerst da oben hingehen oder hier hin. Sieht auf jeden Fall schon mal ein Skelett. Undergrowth. Das Unterwachsen? Okay. Unterwachsen. Interessante These. Interessante These, Monsieur in another Minecraft-LP. Nee, aber cooler Typ. Der zeigt auch auf seinem Kanal, wie man sowas macht. Beziehungsweise macht so eine Art Entwickler-Kommentar. Das heißt, er spielt es durch und sagt dann dabei, ach, hier war ich doch. Ach, ja, habe ich das und das gemacht und sowas. Oder hier habe ich denn daran gedacht und hier so, so. Ich laufe immer in die gleichen Gänge rein. Aber auf jeden Fall ist es relativ spannend, dazu zu gucken, was er dann da so zu sagen hat. Und ich glaube auch, dass die ganzen Sachen, die er hier gemacht hat, dass er die nicht willkürlich gemacht hat. Also es hat alles schon irgendwie einen Sinn, warum es da ist und nicht dort. Und sowas finde ich immer toll. Also sowas kann ich zum Beispiel eigentlich nicht. Das ist halt so eine Frage von Perfektion. Die Dinge halt genau zu, wie soll man das sagen? Analysieren kann man eigentlich nicht sagen. Es ist mehr so eine Art, ja, wie sage ich das denn? Warum war da ein Boot drin? Das frage ich mich jetzt. Das war an irgendeiner Stelle, war das, ne? Ich weiß natürlich nicht mehr wo. Warum war da ein Boot drin? Jedenfalls ist es halt so Leute, die halt irgendwie ein Gedicht schreiben oder ein Lied machen oder ein Bild malen oder sowas und dann an diesem Bild quasi noch so lange rumbasteln. Also ich meine, irgendeine kleine Sache gefällt ihnen noch nicht und dann sitzen die da dran und denken, ah, wie mache ich das denn? Ist das so besser? Ist das so besser? Und sowas finde ich einfach bemerkenswert, ja. Oh, ich wusste es. Geiles Schwert. Goldenes Schwert aber nur, ne? Oh, der Nachteil bei den goldenen Schwertern ist, die gehen so fuchsteufelswild schnell kaputt. Fuchsteufelswild schnell kaputt. Auch schönes Wort. Ja, okay. Ich würde Zeit, dass ich mir ein Steinschwert mache. Oh, scheiße, ey, ging das schnell. Der Spawner musste aber irgendwo dann sein. Scheiße, ey. Oder sind die wieder nur so lala gespawnt? Scheiße, ey, ging das schnell. Wird Zeit für ein Schwert, würde ich sagen. Ja, ist ja gut. Scheiße, ey. Ich bin kurz vorm Sterben hier. Muss vor allem was essen. Scheiße, ey. Oh, das geht ja schon mal heiter los. Nein, 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 nein.
Scheiße, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich echt tot. Ich könnte vielleicht mal hier hoch, das wäre vielleicht eine gute Idee. Das war schon knapp hier. Da ist mir direkt mal die Sprache vergangen. Oh, hier oben sind bestimmt auch ganz viele. Ah. Nein! Alter, ich verarschen. Na, kommst du nicht, ne? Was machst du jetzt, hä? Kommt nicht auf die Idee, da hochzusteigen. Das finde ich cool. Sowas finde ich cool. Puh, erstmal wieder verschnaufen, ey. Ihr merkt, wenn sowas passiert, dann bin ich immer erstmal so. Also nicht so bla bla bla, ne? Ist ja auch voll normal, also. Oh, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Und ich will den Knochen haben, und ich will den Knochen haben. Nein, nein, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Alter Schwede. Hier geht's jetzt aber echt zu wie in, weiß ich nicht. Irgendwo, wo es gefährlich ist. Nein, noch nicht lieber. Noch nicht lieber. Haben wir irgendwas? Toll, dann können sie da oben langlaufen. Tolle Barrikade. Was machst du jetzt, hä? Du scheiß Skelett, du kleines Pisskind, hä? Oh, Freunde rufen, na toll. Boah, jetzt kämpfe ich hier so ein bisschen, dann bin ich wieder schon fast alle. Ich gehe da jetzt runter. Muss irgendwo ein Spawner sein. Es kann ja nicht sein, dass die gleichen Monster immer an der gleichen Stelle spawnen. Hier ist nothing, nur so ein kleiner Schlitz irgendwie. Der Schlitz. Ja, ist ja gut, Freunde. Ich tue euch doch nix. Puh, ist anstrengend, ey. Nächte sind irgendwie immer anstrengend. Sorry. Ich entschuldige mich sogar. Seht ihr? Ich bin euch friedlich gesinnt. Ich traue mich auch irgendwie nicht, das neue Schwert zu benutzen, weil es ist bestimmt völlig overpowered und nur im Notfall zu benutzen. Da. Denke ich mal. Ja, ich wusste es, du kleines grünes Würmchen. Du kleiner Wurm, du. Ah. Vielleicht sollte ich mich doch in mein provisorisches Haus zurückziehen. Wäre vielleicht gar keine durchschlechte Idee. Aber ich glaube, ich muss auch mal ein bisschen Holz pflanzen. Bisschen Holz pflanzen und ein bisschen Holz fällen. Denn Holz kann man immer gut gebrauchen. Und was gibt es da einen besseren Zeitpunkt als zur Nacht, ne? So. Schöne Sache. Wieso wusste ich nur, dass da Opa Walter wieder vor der Tür steht, hä? Wieso wusste ich das nur? So. Oh ne, jetzt ist da wieder so ein Riesenbaum. Ja. Diesen Riesenbäume ist nicht cool, gut Kirschen essen, ne? Außer es sind Kirschbäume. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Zack. Komm schon. Oh. Irgendwie hat man doch so eine... Ich wollte gerade sagen, irgendwie hat man doch so eine Intuition, man weiß, woher die kommen. Und dann kommt da einer von hinten, ey. Ich fass es nicht. Oh, von hinten. Nee, aber echt mal. Boah, Alter, hab ich mich erschreckt. Das war schon hier höchstgradig cool. Puh, Leute. Ich kann mir Lederschuhe machen, glaube ich, ne? Ich habe da einiges an Leder. Und der Helm ist schon Schrott, meine Güte. Bin relativ unvorsichtig hier. Vielleicht sollte ich auch langsam mal in eine andere Gegend gehen. Also ich, wie gesagt, ich bin total unerfahren mit diesen Maps. Ich weiß nicht, was man hier am besten am Anfang macht. Und Brote craften. Genau, ich brauche auf jeden Fall was zu essen, was Sinnvolles. Also was Richtiges meine ich damit. Aber stattdessen kämpfe ich lieber mit Monstern. Ist nicht behindert. Na komm. Ja, sehr schön, so wollte ich das. Und ich bin schon wieder fast tot. Leck mich doch, ey.
Immer schön oben gucken. Mache ich beim Essen normalerweise auch immer. Ne? Erstmal gucken, was so los ist. Ganzes Zeug erstmal ablagern hier, was ich nicht mehr brauche. Jedenfalls voraussichtlich nicht. Ordentlich Pfeile, wo habe ich die denn alle her? Ach, von den Skeletten, genau, weil ich ja so viele getötet habe, was überhaupt keinen Sinn macht. Wie behindert. Ihr merkt, ich habe auch das Default-Pack drin, weil mein hier Dingens-Pack war natürlich für 1.3 nicht ausgelegt. So, vielleicht, ja, die beiden Sachen brauche ich hier erstmal auch nicht. Ich meine, genug Holz habe ich jetzt, glaube ich, erstmal. Ich brauche noch, bräuchte noch eine Kiste. Wo ist denn noch eine gewesen? Da oben, ne? Oder war das die, die ich genommen habe? Ach, explodier doch einfach. Nee, die habe ich nicht genommen. Sogar mehrere. Ja, gleich ist es wieder. Ich habe wieder einen Pfeil im Rücken stecken, gleich wetten. Es ist immer noch Nacht. Irgendwie kommt mir so. Irgendwie kam mir es gerade so vor, als wäre es vorbei. Aber das war dann wohl doch ein Irrtum. Ja, ist gut. Komm. Lass mich einfach in Ruhe. Mano. So, zweite Kiste geholt. Weil mit der Zeit wird es ja natürlich ordentlich was anhelfen. Oh, oh, ich sehe ihn im Hintergrund. Nee, war nur ein Skelett. Aber dich habe ich gesehen. Da, du darfst jetzt mein Schwert ausprobieren. Oh ja, mit jedem Schlag nimmst einen Balken weniger. Oha. Das ist drastisch. Und so gut war es jetzt auch gar nicht, ne? Wie ist es verzaubert? Rückstoß. Okay, Rückstoß ist natürlich schon ein bisschen gut. Weil... Ich meine, Rückstoß. Bei so vielen Monstern bringst du das wirklich. So, ich muss natürlich auch wieder hier ein bisschen Ackerbau betreiben. Und immer nach hinten gucken. Von mir aus auch nach vorne, ist eigentlich egal. Puh, alter Schwede, das ist anstrengend. Stresst mich jetzt schon, ey. Komm, schieß dich hier. Ja, danke schön. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dürfen Sie uns bald wieder. Ihr wart doch so aufeinander. Sag ich ja. Und es wird Tag, das ist genial. Und es wird Tag, das ist genial. Ich sehe aus wie ein großer, dicker Aal. Was soll das, ne? Warum trampelst du mein Zeug kaputt hier? Das darfst du nicht. Hab ich dir nicht erlaubt. So, schöne Sache. Zeug pflanzen. So. Ich wette, irgendwann wird ein Creeper hier kommen und dann so BAM. Also, er sagt das einfach nur so. Der macht nichts, ne? Sagt einfach nur so BAM. Oh, jetzt habe ich die Dingens wieder nicht dabei. Ah, wie blöd ich bin. Ah, wie blöd ich bin. Ah, wie blöd ich bin. Das ist unglaublich, ne? So, Erde und Hacke brauchen wir. Und da bin ich nach irgendwie 2 Folgen oder so immer noch nicht losgelatscht. Das ist natürlich drastisch. Das tut mir auch wirklich sehr, sehr leid. Selle, selle leid. Sellerie. So. Ja, du. Na. So, das wird sich schon so ergeben. Ich glaube, das ist ganz gut so. Ist auch zu weit vom Wasser weg, aber egal. Und. Ist zu weit vom Wasser weg? Ja, ist zu weit vom Wasser. Ich glaube, es ist zu weit vom Wasser weg. Ist es eigentlich zu weit weg? Also, hier kann ich auf jeden Fall noch was pflanzen hier. Die anderen Dinger sind dann schon zu weit weg irgendwie, ne? Ja, komm, für einen. Machen wir dann noch hier hin, meinetwegen. Ah, jetzt brauche ich das Ding wieder. Ich sollte mir erstmal angewöhnen mit diesem, hier, das hier so. Hier so. Wupp. Das geht ja noch gar nicht. Ah, bin ich lustig. Ich spiele jetzt wieder auf 1.3. Deswegen. Nee, aber in der normalen Version, also was heißt in der normalen Version? In der neuen Version kann man ja jetzt, mit, wenn man über eine Sache fährt und dann eine 3 drückt, meinetwegen, kommt es halt in Slot 3. Und das ist dann relativ praktisch. Ich baue ja irgendeine Scheiße. So eine Art Haus. Also so eine Art Haus. Ist kein richtiges Haus, nur so eine Art Haus. Ist ein Kunsthaus. Eine Art Haus. Ah, ja. So. Und dann würde ich sagen, machen wir uns gleich mal auf den Weg.
Ich hole mir vielleicht noch eine ordentlichere Rüstung oder. Ach nee, Leder haben wir ja keine Möglichkeit zu bekommen. Oder gibt es noch irgendwo Kisten? Aber ich habe da eigentlich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, immer nach diesen Kisten zu suchen. Solange wir auch keinen Hinweis. Ich glaube, das war mit dem Boot, das war ein Hinweis auf das Wasser. Glaube ich ehrlich gesagt. Fand ich ziemlich cool gemacht. Ziemlich cool gemacht. So, machen wir uns noch ein paar Brote, die im Moment irgendwie das Einzigste sind. Das Einzige! Meine Güte sind, wovon wir uns ernähren. Die lassen wir vielleicht nochmal hier. Machen wir uns auf jeden Fall noch ein paar Schwerter. Zwei an der Zahl. Das können wir auch hier lassen. Building Blocks ist natürlich auch immer wichtig. Kies ist jetzt vielleicht nicht so der perfekte Building Block. Fällt ja immer runter. So, was können wir uns nochmal? Fackeln? Fackeln können wir uns natürlich machen. Bisschen Holz mitnehmen. Ein paar Pfeile, falls wir einen Bogen finden. Und... Oder nee, ich lasse die mal lieber hier, weil ich denke mal, wir werden sehr schnell... Ich kann mir da auch einen Bogen machen, oder? Bin ich behindert, ey? Können es ja auch... nee, doch nicht. Wie gesagt, wir können es natürlich auch einen Bogen machen. Das bringt es dann, glaube ich, deutlich mehr. Und wir sollten nicht zu verschwenderisch mit unseren Pfeilen sein, vielleicht, ne? 1, 2, 3. Sticky Mickey. Sticky Mickey Maus. So. Ein paar Stickies. Den Bögelchen draus. Ich weiß sogar noch, wie es geht. Hab da nicht mit gerechnet, ne? So, die Pfeile mitnehmen. Ganz neues Paar Schuhe machen, die glaube ich auch alle sind jetzt, ne? Ja, ich wusste es. was ist mit dem Ding hier? Haltbarkeit 1. Deswegen hält es so lange. Wahrscheinlich, nur eine These. So, Rückstoß 1, Schärfe 1, Verbrennung. Also Schere und goldene Schwert sind so ähnlich irgendwie. Und die Schere ist natürlich nicht so schnell kaputt. Aber das goldene Schwert ist natürlich auch ein bisschen Müll, muss man ehrlich sagen. Ne? So, wo gehen wir zuerst hin? Wo war nochmal eins? Da auf der Seite war ein Durchgang, ne? Und da oben. Gehen wir mal dahin. Ich glaube, da wimmelt es richtig von Monstern. Aber scheiß drauf. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ich will auch natürlich auch ein bisschen Action bieten, ne? Sagte er und sprach auf Sächsisch. Oh Gott. Eine Minderwertigkeit. Und Slime. Na super. Wird hier schon irgendwo direkt ein Spawner. Ja, der ist noch relativ offensichtlich. Oh ja, schön. Eisenschwert. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres als ein Eisenschwert, Leute. Wirklich nicht. Nee, für Slime reicht's nicht. Aber ich mache mir mal lieber ein ganzes hier hin. Hallo, ich habe gesagt, ich mache mir lieber ein ganzes hier. Ich habe gesagt, hä? Was soll denn das? Soll ich Spawner abbauen? Ja, ne? Bin ja nicht hier, um irgendwelche Fallen zu bauen. Aber ausleuchten ist natürlich trotzdem besser. Ich will mal noch ein paar Sticky, ein paar Fackeln machen hier, ne? Lass mal ein paar Fackeln hier. Ein paar. Okay, es scheint so eine Art Breaking hier zu geben. Ist hier irgendwas Besonderes oder warum soll das, was soll das hier? Indirektes Lightning. Ja, kann man besser machen, muss man aber nicht. Stimmt natürlich. Oha. Das erste Skelett. Habt ihr das gesehen? Oh, herrlich. Ich wüsste gar nicht, dass Lianen so wirksam sind. Man merke, Lianen helfen gegen... Oh. Muss weg. Scheiße, ey. Oha, alles voller Spawner, ey. Alter Schwede. Muss weg. Kacke. Alter Falter, ey. Das war ja schon mal heftig, ey. Und ich spiele auf normal, ja? Der Etho hat es, glaube ich, auf hart gemacht. Und ich habe nicht genug Spitzhacken und Schaufeln dabei. Andererseits, wer braucht sowas schon? Na, ich brauche sowas.